Freut mich voll, dass ich heute diese coole Veranstaltung eröffnen darf. Bei der Vorbereitung auf den Check ist mir aufgefallen, dass ich sehr gerne gegenwärtige Tatsachen kritisiere, aber sich dann ein richtiger Konzept zu überlegen, wie es sein sollte, ist dann gar nicht so einfach, aber sehr spannend. Und ich habe mir gedacht, ich möchte den Text ein bisschen interaktiv gestalten und deshalb wird dann im Laufe meines Textes so ein kurzer Mitmachteil kommen. Er ist eher am Ende, also bitte behaltet das im Hinterkopf, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen Mitmach-Check zu machen und niemand macht mit. Bitte erspart mir das. Ich werde es jetzt mit einem kleinen kurzen Satz ausprobieren und wenn ich die Hand so hebe, bitte laut und deutlich und unisono Erdöl schreien. Okay? Wir reden heute über Erdöl, um 2050 nicht mehr über Erdöl reden zu müssen. Dankeschön. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Text. Dort, wo Bündnisse in der Welt nicht durch Erdöl geschaffen werden, sondern durch Menschlichkeit, ja an dem Ort, wo nicht Kriege geführt werden, um zu sichern, was unsere Umwelt sowieso zerstört, fahren Fahrräder auf den Straßen und das Herz der Stadt ist grün und an jeder zweiten Ecke sieht man Gänseblümchen blühen. Du siehst Menschen fröhlich tratschen über ihren neuen Garten, denn zu allgemeiner Freude gibt's auch heuer wieder viele Gurken und Tomaten. Freundlich winkend gehen zwei Männer, Kinderwagen schiebend, an dir vorbei und glücklicherweise entdeckst du an der nächsten Ecke, für dich ist ein Platz im Öffi-Elektroauto frei. Die noch leeren Plätze werden gefüllt mit Passantinnen und Passanten, die noch an der Kreuzung stehen und geschmeidig kann unter Berücksichtigung des Fahrradvorrangs auch schon die Reise losgehen. Durch die bunten Gassen, vorbei an Grünzeug, behangenen Terrassen, parallel zu U- und Straßenbahnen, die beide solarbetrieben fahren, geht's hinaus aufs Land, entlang der eleganten Windräder am Straßenrand. Die Luft ist gut, der Verkehr ist still, kein Wunder, da bei den guten Preisen heutzutage jeder mit dem Personenzug fahren will. Nach und nach steigen deine Weggefährtinnen aus und nach weiteren Minuten lässt auch dich das selbstfahrende Auto raus. Nach einer kleinen Wanderrunde meldet sich dein Bauch mit Grummeln zur Mittagsstunde. Hungrig breitest du deine Picknickdecke aus und holst alsbald gemütlich sitzend dein Proviant heraus. Ja, da sitzt du so im Gras und verspeist genüsslich deinen Salat im wiederverwendbaren und nachhaltig erzeugten Glas. Du atmest ein, du atmest aus. Du atmest ein und jegliche Überdosis an CO2 bleibt aus. Anstattdessen spürst du, wie frische Luft durch deine Lungen strömt. Ach, wie du dich freust, dass die Gesellschaft heutzutage Schadstoffe verböhnt. Füße und Arme in der Wiese liegend, weit von dir gestreckt, schaust du neugierig in den Himmel, ob du Flugzeuge entdeckst. Nach einer kleinen Weile siehst du dann doch ein paar mit großer Freude, dass die Entdeckung der Öko-Alternative zu Kerosin einer der größten wissenschaftlichen Erfolge in der jüngsten Vergangenheit war. Entspannt und aufgetankt machst du auf dem Weg nach Hause auf der Kommunalfarm deines Vertrauens noch eine Pause. Du und viele andere herumgraben fröhlich pfeifend den Kartoffelacker um und nach getaner Arbeitszeit steht schon das Gemüsekistel mit Lieblingsleckereien für dich zu mitnehmen bereit. Schlussendlich zu Hause angekommen, bist du von dem schönen Tag noch ganz benommen. Im Hinterkopf stets die freudige Nachricht, dass auch die letzten Kriege versiegen. Das heißt, der Weg wird immer kürzer zum kollektiv angestrebten Weltfrieden. Mit einem Lächeln auf den Lippen bereitest du dein Abendessen. Sorgfältig legst du die Essensreste, Gemüsereste zur Seite, die können dann später deine Kompostwürmer in der Wurmkiste fressen. Sonst bleibt dir kein Müll und schon allein das Wort PVC tut dir gehörig in den Ohren weh. Die Müllabfuhr in der Stadt wird sowieso nicht mehr oft gerufen, Plastik in Haushalten müsste man regelrecht suchen. Auch bei der Abendtoilette ist dir klar, welcher Inhaltsstoff und welcher nicht bei der Herstellung beteiligt war. Daher mit einem Gewissen so rein cremst du deine Wangen ein. Noch einmal zieht sich auf die Straßen raus und es entzückt dich immer wieder. Alle schauen so gesund und tiefenentspannt aus.
Durch die stark reduzierten Arbeitszeiten muss die Pharmaindustrie viel weniger Medikamente zubereiten. Viele gesundheitliche Beschwerden sowieso vergessen, macht die frische Luft und das schadstofffreie Essen. Du sitzt auf einer Bank, es dämmert die Nacht, du überlegst vor dich hin, was du wohl morgen so machst. Abstecher zum Kleider tauschen, Kaputtes reparieren oder dem öffentlichen Diskurs am Hauptplatz lauschen. Vielleicht tut's auch ein gutes Buch oder ein gemütlicher Besuch bei deinen lieben Freundinnen und Freunden. Auf einmal siehst du den Sternenhimmel über dir und denkst aus tiefstem Herzen, oh, wie gut gefällt es mir hier. Und jetzt aufpassen. Und du hast auch allen Grund dazu, denn dein Sofa besteht nicht mehr 60% aus Erdöl, sondern aus Gemütlichkeit, doch deine Heizung fließt nicht Erdöl, sondern Wärme. Deine Lebensmittel sind nicht indirekt verpackt in Erdöl, sondern in unsichtbare Frische. Dein Make-up besteht nicht aus Erdöl, sondern aus Schönheit und Natürlichkeit. Der Straßenverkehr wird nicht betrieben von ursprünglichen Erdöl, sondern von gegenseitiger Rücksichtsnahme. Konflikte werden nicht ausgelöst durch Erdöl, sondern werden gelöst. Macht basiert nicht mehr auf Erdöl, sondern Hierarchien werden abgebaut. Du bist frei. Erdöl. Frei. Erdöl. Frei, das sind wir nicht. Und die Gänseblümchen werden auch immer weniger. Ja, wenn man ins Schlaraffenland will, falls das wer von euch kennt, das ist das Land, wo alles aus Süßigkeiten gemacht ist und wo dir die Zuckerl in den Mund fliegen, wenn du auf der Wiese liegst, muss man auch einen Weg zurücklegen. Man muss zuerst die Zuckerberge besteigen, den Gummibärenwald durchforsten und schließlich noch durch die Puddinghügel einen Tunnel graben. Bei uns, also um die davor geschilderte Situation zu erreichen, wäre wohl eher angebracht, bezwing den Berg aus Gier und hast du erst das Tal der ewigen Maximierung hinter dich gebracht, dann folgt bloß noch das Graben eines Tunnels durch die vorherrschenden Strukturen der Macht. Dann bist du auch schon da. Bleibt nur uns viel Glück zu wünschen bei dieser Expedition. Dankeschön.